Peace Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben jetzt Freitag, der Freitag vor der Gamescom, beziehungsweise die Gamescom ist ja schon gestartet, aber wir gehen nur Samstag und Sonntag, wie ihr ja wahrscheinlich wisst. Und ich bin jetzt kurz vor der Fahrt. Ich zeige euch mal nur ganz kurz meinen Kofferraum. So sieht der aus. Das hier, ganz ganz lustige Geschichte, ist mein Zelda-Rock. Na gut, so lustig ist die Geschichte nicht. Ich habe nämlich die Farbe gerade erst drauf gepinselt, die muss jetzt noch trocknen. Eigentlich 6 Stunden. Ich habe es jetzt leider nur geschafft, die 2 Stunden trocknen zu lassen, bevor ich fahre. Und danach ein bisschen übergebügelt. Ich hoffe jetzt, dass die Farbe hält. Und deshalb hängt die so halb über meinen Rücksitz. Hier, ganz ganz kreative Lösung, die mir eine nette Kollegin empfohlen hat. Und zwar soll ich mir feuchte Tücher über das Warbler legen, damit das nicht alles schmilzt. Ihr seht, es ist sehr, sehr viel Warbler. Sehr, sehr viel Warbler und das ist fast alles nur Zelda. Das hier ist meine Tasche für meine ganz normalen Sachen und der Rest ist alles nur Cosplay. Und ja, also ich hoffe nicht, dass das Warbler kaputt geht. Ich habe zur Not zwar auch ein bisschen Farbe mit und so, aber ja, um ganz ehrlich zu sein, wäre mir das sehr, sehr unlieb, wenn das jetzt alles nochmal kaputt gehen würde. Und irgendwo darunter ist auch Junko, aber dafür brauche ich ja nicht so viel, von daher, ja, düsen wir mal los. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile einkaufen, wir haben es geschafft und mal zusammen. Und eine schöne Video. Wir müssen Pascal suchen, der irgendwo rumläuft. Wir wissen immer noch nicht, was wir hier machen, warum wir eigentlich hier hingekommen sind. Wir wollen eigentlich irgendwas kaufen. Gut, dass wir Süßigkeiten erteilen müssen, obwohl wir eigentlich was Herzhaftes haben wollen. Ja, wir haben noch nichts gegessen. Ich bin ja für Nudeln mit Tomatensauce dieses Jahr richtig ohne angebrannte Soße. Ihr erinnert euch, letztes Jahr pokern. Jetzt müssen wir nur noch Pascal finden. Wenn er irgendwo... Weißt du, lässt du dir mal 30 Sekunden aus den Augen, ne? Und schon ist er weg. Ist so. Der kleine Pascal muss... Alle sagen dasselbe. Was geht? Was essen wir? Wo warst du gerade? Ich war gucken. Was den Typen, die die Kacke da aufheben. Was geht? Was geht? Also was essen wir denn jetzt? Das könnte noch etwas dauern, Leute. Von daher mache ich hier einen Cut. Von welchem Typen, Alter? Meine Leute! So, da bin ich. Ich bin fertig angezogen. Das ist mein Zelda-Kostüm. Mir fehlt jetzt eigentlich nur der Stab, also dieser Musikstab. Den habe ich aber nebenan. Ja. Wie man vielleicht schon sehen kann, ist es ultra ungemütlich. Ich weiß nicht, wie andere Zelda-Cosplayer das machen. Aber ja, ich kann mich kaum bewegen. Ich habe auch schon Sitzen getestet, das war nicht so gut. Da habe ich mir erstmal hier schön den Kristall abgerissen. Da gehört normalerweise auch so ein blauer Kristall ran. Ansonsten, ich bin einigermaßen zufrieden. Es gibt einige Sachen, die ich jetzt gerne hätte verbessert. Habe. Wir haben gestern bis 2 Uhr noch gemacht, deshalb ich bin ein bisschen Matsche. Aber nicht so Matsche wie einige andere von uns. Die Jungs haben gestern noch ein Bier gezischt und ja, der Wishes, der war dann noch auf einer Party, so eine VIP-Karte hatte der und ja, deshalb, wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen. Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 12.30 Uhr oder so, aber wir können eh erst etwas später rein, weil einer von uns keine Karte hat und da muss er sich an der Tageskasse anstellen und es könnte etwas dauern. Von daher, wir sehen uns später und ich hoffe, ich habe dann noch das Kostüm an. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile drin. Wie viel Uhr haben wir? Weiß das jemand? Halb drei oder so? Ja. Halb drei, ja. Und mein Kostüm ist super ungemütlich. Ja, das habe ich jetzt auch schon mal gesagt. Pascal, ja. Komm doch mal in das Video rein. Oh Gott, dann haben wir. Kein Jumpscare. Ne, wir sind jetzt gerade hier angekommen. Also, du bist nicht drauf, ne? Ihr steht so nah dran, ne? Wir sind jetzt gerade hier reingekommen. Es ist wahnsinnig verregnet. Was denn? Geh mal ins Video. Das ist letztes Jahr schon kaum reingegangen. Wir machen einfach einen Balken über die. Alles klar, ich glaube, das hier macht keinen Sinn mehr. Sie wollten mich im Video haben, ich kann da nichts für. So, wie geht's bei dem Matze? Ich werde dafür bezahlt. Hier, YouTube Money. Also, wenn ihr noch näher kommt, muss ich auf die andere Seite von dem Ding, ne? Geh mal nach rechts. Da ist gleich. Hier schon ein ganz kleines bisschen los, aber ich glaube, unten ist noch mehr. Also sagen wir, drehen uns mal um und gehen ein bisschen. We'll be right back.
sieht ein bisschen aus. Njum. Njum. Ja, ich denke mal, wir gehen gleich weiter. Bis dahin muss ich das Schuhproblem gelöst haben. Ist ein bisschen schade ums Cosplay, aber naja, es ging einfach nicht mehr. Es geht auch so, wenn man noch eins hat. So, ich filme jetzt nochmal. Wir stehen jetzt gerade wieder auf, nach einer halben Stunde ungefähr. Und man sieht direkt, wo ich gesessen habe. Also deutlich Goldstück. Gut! Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich bin jetzt so halb zivil, halb Cosplay. Wir folgen einfach König Matze. König Matze mit der Krone. König Matze, führe uns! Kurze Gamescom, aber wir fahren jetzt leider schon wieder. Das macht einfach gar keinen Sinn mit dem Cosplay und es ist gerade alles zerfallen leider. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Wir haben unsere Gruppe jetzt kurz wieder getrennt, die anderen fahren mit dem Auto und wir mit der... Hallo! Und wir mit der Metro, hätte ich schon fast gesagt. Wir mit der Bahn. Wir treffen uns dann gleich wieder bei Andi, aber jetzt geht's erstmal nach draußen. So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich bin dann erstmal direkt unter die Dusche gesprungen. Meine Haare sind deshalb auch noch nass, wobei ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil wir draußen immer noch viel zu viel haben, also viel zu viel Grad. Und wir sitzen jetzt noch die ganze Zeit draußen und boah, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt so wenig Videomaterial von der Gamescom am Samstag habe. Ich versuche das dann morgen irgendwie besser hinzukriegen, aber es ging echt gar nicht mehr mit dem Cosplay. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon im Video gesagt habe, aber es ist sehr, sehr viel kaputt gegangen, es hat abgefärbt, also das muss ich auf jeden Fall nochmal reparieren, neu machen und deshalb, also die Frage, ob ich morgen als Zelda gehe oder nicht, hat sich sowas von geklärt. Also entweder werde ich morgen dann als Junko gehen oder ja, zivil. Aber das finde ich eigentlich nicht so gut, von daher, ja. Andi guckt gerade, ob wir uns Pizza bestellen oder so. Tun wir auf jeden Fall. Es wird gerade übrigens mega meinen Boden am Knarzen, weil ich wohne hier echt am Arsch der Heide. Übrigens seht ihr gerade mein unaufgeräumtes Zimmer. Aber ich zeig's lieber nicht rum. Ist das erste Mal. Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr das seht. Übrigens ist es kein Wunder, dass Bella Drew gerade so wahnsinnig müde ist. Denn ich habe gehört, Koalas sterben vor Erschöpfung, wenn sie nicht mindestens 18 Stunden pro Tag schlafen. Mm. Hab ich gerade auf Facebook gesehen. Wissen macht A. The more you know. Ja, wir gucken jetzt, ob wir was zu mampfen finden, weil wir haben den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen, außer Milchbrötchen wie immer. Ja, und ich heute Morgen zum Bäcker Waffeln gegangen bin. Ja, und deshalb, wir wollen jetzt einfach mal gucken, was wir zu mampfen finden. Wahrscheinlich Pizza, das ist, glaube ich, das günstigste für uns alle, oder? Ich denke auch mal im Endeffekt. Und dann gibt es den berühmten Pokerabend, den kennt ihr eigentlich von jeder Gamescom, die ich die letzten 2 Jahre gemacht habe. Und es ist auch klar, wer der Gewinner mal wieder ist. Ja, als ob. Gar nicht weiter erklären. Anfängerglück. Ja, alles klar. Und ich versuche dann gleich nochmal zu filmen. Und bis später. Tschu. So, für euch mal einen ganz kurzen Überblick hier, was wir alles so zu fressen haben. Also wir haben alle normale Pizzen. Die beiden teilen sich eine. Jetzt kommt's. Und Dr. Müller hier hat seine Pizza nicht weg. Respekt dafür. Ich muss halt nochmal im Vergleich zeigen, dass der ganze Karton voll war, ne? Der ganze Karton war voll, ich zeig euch mal von oben hier. So als Vergleich, die beiden essen zu zweit. Lauf doch nicht weg, Alter. Ich hab die scheiß Biene am Arm gehabt. Ja, bestimmt, wir haben einen Rainer hier. Ja, wir kämpfen nämlich die ganze Zeit mit einer Wespe. Boah. Ich will das Handy weglegen. Ja, wow. Wo denn? Wow, was ist da los, Mann? Hinter die Globe. Echt hinter mir? Also wir müssen mal hier im Survival-Training so ein bisschen weitermachen, von daher bin ich gleich. Du hast noch gar nicht gedrückt. Doch, ich hab noch gedacht, gedrückt. Doch, aus Versehen, hallo. Hi Leute, ja, willkommen beim Pokern. Nachdem wir vorhin an der Pizza fast verreckt sind, verrecken die beiden gerade daran, dass sie kaum noch Chips haben. Ich zeig jetzt extra was? Nur eure Chips.
Also ich habe noch welche, so ist es cool, nicht. Cool, dann lech auch mal welche, weil du sie bist dran. Sie hat Alkohol genug gerade, ne? Das darf nicht auf YouTube. Deswegen zeigt sie auch einfach uns. Und also wenn ihr das jetzt gesehen habt, hat Andi das Teil nicht reingeschnitten. Sie schneidet ja zum Glück ihre eigenen Videos. Immer. Achso, ja, ich dachte, du hättest es zwischendurch reingeschnitten. Nee. Ich mach's, wenn ich uploade. Ich uploade die Videos ja, weil mein Internet einfach wesentlich besser ist als ihrs. Sieht die Kamera mich überhaupt? Weil das wirkt, als würde das so voll Hörer mit vorbei filmen. Ich auch voll als Kameramann mit ja. Also wenn das gerade so Blair Witch Project für euch ist, dann wisst ihr ja Bescheid warum. Also das war so der Gamescom-Samstag. Relativ wenig von der Gamescom an sich, aber das Treffen ist hier immer relativ schön. Möchtest du nicht noch mal ein paar Worte sagen? Und spielen. Nee. Hi. Das könnte schon mal gut mit der Musik. Nein, nicht meine Chips zeigen. Andi. Ja? Metal-Leute. Das ist so voll der Spruch. Metal-Leute! Muss ich jetzt aussagen? Ja. Metal-Leute. Sie hat den Groove noch nicht. Alles klar. Ich bin eigentlich dran so. Ich glaube Lisa, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube Lisa muss dir die Karte erstmal anschauen. Ich hab gesetzt, Andi, hast du mitgesetzt? Ach ja. Wir spielen ja noch. Andi, hast du mitgesetzt? Warte mal ganz. Also wir sind uns vielleicht gleich noch im Finale Lisa wieder irgendwann. Ja, es sei denn, ich verliere, dann sehen wir das Finale natürlich nicht. Na. Also glaubt mir. Ich hab ein Foto gemacht. Nein. Nimmt er noch auf? Da steht Wack drauf, ich denke mal. Ja. Okay, also wenn ich im Finale bin, seht ihr das auf jeden Fall noch, keine Angst. Mal gucken, gegen wen von den dreien. Ja, wenn nicht, dann. Siehst du, wie die Kamera schreit? Also, das Ding ist, wenn sie im Finale ist, seht ihr es, wenn ich im Finale bin, seht ihr es. Also, wenn ihr es nicht seht, dann waren die beiden im Finale. Genau. Könnt ihr euch ja als ausrechnen, also bis gleich, sag ich einfach mal selbstsicher. Nach Hause wann, ihr kann halt nicht verlieren. So, und als Abschluss zeige ich euch jetzt meine Karten. Ein Vanier wird halt immer. Was euch nichts bringen wird. Okay. Okay. Oh mein Gott, sie blufft. Wie gewonnen, so Zeron. Mal schauen, wer jetzt so ein Gewinn ist. Die ballern hier mit 1000 um euch rum. Boah, was hatte ich gelegt? 400, ne? Tim ist raus, ich bin raus. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich habe. Möchtest du nochmal so mein Eigentum nochmal filmen? Boah, lass sie nicht gewinnen, ohne Scheiß, der ist ja schlimm. Leute, pokern nicht gegen sie, macht vor allen Dingen keinen Schnickschnack-Schnuck gegen sie. Das ist nur bei dir so. Ja, ich bin einfach scheiße im Schnickschnack-Schnuck, muss man einfach sagen. Sie hat 1800er liegen, du hast 800er liegen. Muss aufholen. 200. Komm, jetzt sei nicht so knauserig. Ja, ey, Dagobert Duck. Ja, verkauf ein paar von deinen Kindern, das geht schon. Hey, rat doch, wer gewonnen hat. Ist das offensichtlich? Told ya. Alles gezinkt hier, ohne Scheiß. Boah, wenn ihr glaubt, letztes Jahr war es schon schlimmer, als sie gewonnen hat. Ja. Nee, aber hast du gut gespielt, gut Danke. Gemacht. Ich hab am Anfang nur als so betrunken getan. Ach so, ja. Damit ach so, alles ja. So ein bisschen so, wow, die checkt eh nichts mehr. Ich brauche übrigens Geld. Kann ich dich mal mitnehmen, dass wir irgendwie professionell mal spielen gehen? Ich brauch ja, ganz dringend Geld. Das reden wir nochmal so. Okay, alles klar. So, wir haben jetzt, wie lange haben wir? 1:30? Ja, Viertel vor zwei Stunden sogar. Viertel vor zwei, also wir gehen jetzt mal so langsam ins Bett an dem Samstag. Wir müssen dann morgen wieder halbwegs früh raus und auf die Games kommen. Von daher, ich glaube, da freuen sich alle gerade mehr drauf. Von daher, du nimmst mein Geld mal jetzt einfach mit hier. Ja, passt und, schon. Komm, abschließende Worte zum Samstag. Zwei ich bin pleite, was soll ich machen? Der Essen ist pleite. Wir teilen uns das Armhaus, ne, Schatz? Ist so. Ja, Mann. Was hast du zum Gewinn? War klar. No. Und was sagst du, Andi? Was sind deine abschließenden Worte für heute? Ich spiele nie wieder mit euch.